Anderle Bastelzeit und heute kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um Platinen, genauer gesagt um Platinenkunst bzw. PCB Art, also die Möglichkeit aus Platinen etwas rauszuholen, was optisch entsprechend interessant aussieht. Normalerweise, wenn wir von Platinen reden, dann haben wir ja sowas hier in die Richtung, einfach eine Platine mit ein paar Verbindungen, die elektrisch Sinn machen und das war's. Eventuell noch ein bisschen Aufdruck, dass man sieht, was wohin gehört. Aber naja, Kunst ist das nicht wirklich. In letzter Zeit sind die Platinen aber relativ günstig geworden und damit dann auch die Leute, die damit experimentieren. Gerade so Bereich Badge Life oder sowas. Das heißt also das Herstellen von kleinen Kunstwerken mit entsprechend Platinen. War ja auch schon mal hier auf dem Kanal zu sehen. Ich hatte ja hier dieses schöne Lötkit gemacht. Link dazu zu der Videoserie natürlich oben in der Ecke. Und auch da bin ich ja schon hingegangen, habe so ein bisschen Kunst gebastelt. Und da sehen wir auch schon, wir können damit durchaus Muster herstellen, die jetzt elektrisch vielleicht keinen Sinn machen, aber optisch halt entsprechend aussehen. Und das soll dann heute das Thema sein. Ich möchte euch mal zeigen, wie man das in KeyCut entsprechend machen kann und was für Möglichkeiten man hat. Ich würde sagen, wir fangen mit den Möglichkeiten einfach mal an. Holen wir uns mal hier die Platine, weil die schon relativ frei ist und man alles sehen kann. Wir haben im Prinzip hier 5 unterschiedliche Farben, die wir machen können. Jedenfalls bei dem Hersteller, den ich benutze. Gegebenenfalls können andere Hersteller auch mehr Kombinationen, aber generell würde ich von 5 ausgehen. Das erste, was wir machen können, das ist hier dieses helle Gelb. Das ist entsprechend einfach nur die rohe Platine ohne irgendwas da drauf. Die nächste Möglichkeit, das seht ihr hier oben in diesem Bereich. Das ist so ein dunkleres Grün in dem Fall. Das ist die Lötstoppmaske ohne alles andere. Die ist jetzt in dem Fall grün, bei den anderen haben wir gesehen, hier zum Beispiel in Blau oder hier in Gelb, wobei man da sieht, der Unterschied zwischen der gelben Lötstoppmaske und der gelben Platine ist jetzt hier nicht so ausgeprägt. Das nächste, was wir machen können, das sehen wir dann hier. Hier sehen wir ja da oder hier bei den Flügeln ist entsprechend der Grünton heller. Das ist im Prinzip auch dasselbe, nämlich die Lötstoppmaske, aber in diesem Fall mit Kupfer darunter. Und Kupfer ist dann auch das nächste. Hier die silbernen Stellen, wie der Schnabel hier oder der Text. Das ist Kupfer ohne die Lötstoppmaske. Und last but not least, was wir auch haben, das ist in dem Fall hier weiß, der Beschriftungsdruck. Auch den können wir anbringen. Den können wir eigentlich nur anbringen, entweder hier auf Lötstoppmaske oder auf der Lötstoppmaske mit Kupfer drunter. Und da der alles überdeckt, ist es auch egal, wo man den hin tut. Es kommt eigentlich immer derselbe Farbton am Ende raus. Deswegen sehe ich das jetzt mal als eine Farbe an. Also macht unsere 5 Farben. 1, 2, 3, 4 und 5. Das heißt, alles, was wir mit 5 Farben darstellen können, können wir auch in der Platine verwandeln. Wie wir das tun, das gucken wir uns dann jetzt mal an, was für Software es da gibt und was für Möglichkeiten. Als Basis nutze ich hier ein paar Bilder und wie sollte es anders sein, es geht um Corona. Erstmal nutze ich dieses wunderschöne Bild hier, genauer gesagt nur das blaue im Hintergrund werde ich benutzen, das rote lösche ich weg. Das ist, wie wir hier sehen konnten, von FreeSVG, das ist eine Library mit kostenlosen Cliparts. Vorteil hierbei, das sind SVGs, SVGs sind Vektorgrafiken, das heißt, das Bild besteht quasi nur aus der Beschreibung, mal hier einen Kreis, mal hier eine Linie. Das hat den schönen Vorteil, dass wir entsprechend das quasi unendlich hochskalieren können, also immer größer machen können, ohne dass wir Qualität verlieren. Jedenfalls, wenn wir das Original holen, das hier ist tatsächlich nur ein Vorschaubild. Das zweite Bild, was ich benutze, das kommt hier von Wikimedia Commons, ist, oh Wunder, ebenfalls der Coronavirus. In dem Fall hier ein schönes Bild vom CDC und das eine amerikanische Behörde ist, ist das ganze Public Domain, darf also auch benutzt werden frei. Unterschied hierbei, das hier, das ist eine, gute Frage, PNG? Ja, eine PNG-Datei. Das heißt also eine Pixelgrafik. Hier steht also nicht drin, mal ein Kreis und das ist der Virus, sondern hier steht drin, der Punkt hier oben links ist transparent, der Punkt hier, der ist dieser Rotton, das ist dieser Orangeton. Ist also ein etwas anderes Vorgehen. Prinzipiell kann man sagen, Vektorgrafiken eignen sich in den meisten Fällen besser für Platinen als hier sowas, aber ne, prinzipiell kann man mit beiden arbeiten. Zur Software für die Platinen benutze ich KeyCut. Das hier ist jetzt 5.1.5. Ich glaube, aktuell ist 5.1.7. Ich update gleich hier nochmal auf der Kiste zur Sicherheit. Für die Vorbereitung nutze ich dann ein bisschen was anderes. Da nutze ich einmal die Software Inkscape. Das ist ein Vektorgrafik-Editor. In dem Fall hier Version 0.92.
oder 092.3. Und was ich ebenfalls nutze, das ist das GNU Image Manipulation Program oder kurz GIMP. Alle drei Programme sind kostenlos verfügbar und sollten sowohl unter Linux, Windows als auch Mac laufen. Also keine Ausreden, ihr könnt es euch einfach installieren. Fangen wir mal mit der Vektorgrafik an. Ich öffne jetzt einfach mal die runtergeladene Datei. Und hier so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Einzelelemente anzuklicken. Momentan ist es alles zusammen, aber STRG-G oder Rechtsklick, Blob, Gruppierung aufheben. Das müssen wir eventuell ein paar Mal machen und dann haben wir plötzlich hier Einzelteile. Das heißt, wir können jetzt hier diesen Balken wegholen. Wir können den Text außenrum, die einzelnen Buchstaben sind es hier in dem Fall, okay. Auch die können wir entsprechend wegnehmen und so dann erstmal unseren Virus freilegen, denn ich habe ja eben schon gesagt, ich möchte nur den Virus haben. So, da haben wir jetzt den Virus. Wenn wir jetzt mal durchgehen, hier haben wir jetzt auch mehrere Farben. Insgesamt 1, 2, 3, 4 würde ich sagen. Stimmt nicht so ganz, denn wir haben noch eine andere Farbe, nämlich den Hintergrund müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Ich werde jetzt hingehen, werde hier oben sogar das noch löschen, sodass wir eine Farbe weniger haben. Und ich denke, das sieht dann am Ende besser aus. Was wir jetzt gucken müssen ist, ja, was brauchen wir denn überhaupt? Denn, naja, es ist eine Sache jetzt zu sagen, okay, das sind 5 Farben mit dem Hintergrund. Aber die 5 Farben, die setzen sich ja aus lediglich 3 Schichten zusammen. Nämlich Kupfer, Silkscreen und Lötstoppmaske, also Solder Mask. Das heißt, wir müssen jetzt für jede Maske definieren, was wollen wir denn überhaupt haben. Und dabei müssen wir noch was beachten, nämlich Kupfer und Silkscreen, also der Bestückungsdruck, das sind beides positive. Der Solder Mask Layer ist allerdings Solder Mask Removal. Also da müssen wir hingehen und definieren, was wollen wir wegnehmen von der Lötstoppmaske. Also ein negatives Bild. In dem Fall hier würde ich sagen, ich fange einfach mal damit an und definiere, was denn mit Kupfer unterlegt werden soll. Da würde ich sagen, den Teil und hier oben diese ganzen, also doch, macht da diese Punkte, die wir haben. Oh, ach, die Punkte sind alle zusammen. Deswegen hatte mich das gerade etwas gewundert. Aber da ich die auch zusammen färben will, passt das. Das heißt, ich packe mir die mal, gehe mit STRG-F oder mit bestimmt irgendeinem Button an der Seite oder oben drin hier in dieses Menü zum Füllen und sage das Ganze bitte schwarz. Dann malen wir noch gerade ein Weiß wieder in den Hintergrund rein. Das ist dann gleich einfacher und zwar genauso groß wie die Zeichnung. Versuche ich das mal hier so Pi mal Daumen hinzumachen. Und in den Dokumenteneigenschaften sage ich dann jetzt auch noch direkt, dass er das auf die Inhaltsgröße machen soll. Dann sehen wir jetzt hier ist so ein Schatten jetzt drumherum. Die Seite ist genauso groß wie das, was wir gezeichnet haben. So, prinzipiell ist das so schon mal gut. Allerdings würde ich vorschlagen, dass wir noch eine entsprechende Größe machen. Das heißt, wie groß soll das Ganze am Ende auf unserer Platine werden? Das können wir zwar auch später machen, aber wenn wir es hier schon beachten, dann müssen wir da später nicht noch rumexperimentieren. Ich gucke gerade mal, das hier soll am Ende werden eine Größe von, ja, sagen wir mal 14 mm. Also wechseln wir mal hier auf Millimeter und sagen hier 14 mal, ups, du sollst mit. Ich sagte 14 mal 14 mm. So, gerade das Dokument wieder anpassen. Und jetzt haben wir direkt die richtige Größe. Als nächstes können wir das Ganze dann exportieren. Datei PNG exportieren oder STRG-E. Prinzipiell kann man zwar auch SVGs konvertieren. Meines Wissens braucht man da immer zwingend Zusatzsoftware. Das kann manchmal helfen. Ich bleibe jetzt bei dem, was bei KeyCard offiziell dabei ist. Und das ist halt ein Pixel-Grafik-Importer. Was wir hier machen sollten, ist einmal die Auflösung ein bisschen hochstellen. Ich sage jetzt mal 600 dpi. 600 ist ein relativ guter Wert für sowas. Ihr könnt auch höher gehen, was weiß ich, 1200 oder sowas. Je nachdem, wie detailliert ihr es haben wolltet. Ihr müsst allerdings auch immer berücksichtigen, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, dass die ganzen Größen hier Minimalgrößen auch haben. Das heißt also, wenn wir da einen Punkt haben, der irgendwie so 0,002 mm ist, den wird die Platinenherstellmaschine da nicht hinbekommen. Der geht im Zweifelsfall flöten. So. Ich mache mir dann hier erstmal bei Exportieren als noch einen neuen Ordner und gebe dem einen schönen Dateinamen. Sagen wir zum Beispiel 01-copper.png.
und dann exportieren wir das hier. Hoppala, was ich gerade sehe, ich hatte Zeichnung angeklickt. Normalerweise sollte man immer Seite anklicken, aber wenn wir jetzt hier mal auf die Größe gucken, das bei mir ist das Gleiche. Ich habe ja eben alles angepasst. So, wir wissen also schon mal, was mit Kupfer gemacht werden soll. Das nächste, was ich mache, das ist dann der Silkscreen. Dazu nehmen wir uns hier den und machen den mal weg. Den Silkscreen möchte ich nur oben diese Punkte haben. Die sollen weiß werden. Ich packe mir die anderen entsprechend und mache die einfach mal, das war jetzt ein falscher Ton, aber es geht nur darum, wir haben schwarz das, was wir haben wollen und heller das, was wir nicht haben wollen. Das können wir dann am Ende auseinander machen. Und das nennen wir jetzt 01-Silk für Silkscreen. Auch das exportieren. Und dann fehlt nur noch eins, und zwar, wo möchte ich denn die Lötstoppmaske weg haben? Und da müssen wir jetzt gucken, denn wir wollen hier diese Pinöppelchen, da will ich die Lötstoppmaske weg haben. Und der Kreis unten auch. Ja, machen wir die mal schwarz. Was ich aber nicht haben möchte, ich möchte ja, hoppala, ich habe zwei vergessen. Was ich nicht haben möchte, ich möchte hier oben ja Silkscreen haben bei diesen Punkten. Das heißt, Silkscreen kann nur gemacht werden, wo Lötstoppmaske ist. Da brauchen wir also Lötstoppmaske. Also machen wir das mal hell. Damit sind wir bei 01-Mask. Theoretisch waren das jetzt schon alle Schritte und das nächste können wir jetzt in KeyCut machen. Zumindest in Teilen. Aber gerade noch, bevor ich rübergehe, so dass man besser versteht, was ich mir vorstelle, mache ich das gerade jetzt einmal in Farbe, dass man sieht, wie das in meinen Augen am Ende aussehen soll. Das hier, das wäre die Platine, die wäre dann halt so dunkelgelb. Dann hätten wir hier an der Stelle das entsprechende Grün, das helle Grün. Und wir hätten hier entsprechend ein Silber durch das Lot. Und der ganze Hintergrund, der wäre dann eher in einem Dunkelgrün gehalten. Das heißt, wo ist mein Grün hin? So ungefähr. So denke ich mir, dass das am Ende dann aussieht. Irgendwie. Ja, so, Pi mal Daumen. Das ist ungefähr das, was ich mir vorstelle. Also rüber in KeyCut und das Tool, was wir brauchen, ist das hier, Bitmap zu Bauteilkonverter. Wenn wir da reingehen, dann sehen wir, das ist relativ übersichtlich gehalten. Wir gehen erstmal auf Bitmap laden und wählen eine von den entsprechenden Sachen, die wir haben wollen. Fangen wir mal mit dem Silkscreen an. Der sieht erstmal hier so aus. Dann geht es rüber in Grauwert, Schwarz-Weiß-Bild. Was wir gucken müssen, ist, dass wir nur die schwarzen Bereiche auch wirklich haben. Das heißt, wir, im Schwarz-Weiß-Bild gehen wir hier mit diesem Schwarz-Weiß-Schwellwertregler hin, bis dass wir hier entsprechend nur noch die Punkte haben und so das ausgewählt haben, was dann auch wirklich Silkscreen werden soll. Wie wir hier oben sehen, er hat automatisch erkannt, dass die Auflösung 1200 dpi ist und entsprechend die finale Größe ist 14 x 14 mm. Das kommt also schon mal hin. Wir können hier natürlich auch das per Hand verändern. Zum Beispiel könnte man sagen 2400, dann wären es nur noch 7 mm. Muss man natürlich für beide Richtungen machen. Das heißt, je nachdem, wie groß ihr das haben wollt, kann man das auch hier ein bisschen hin und her skalieren. Muss man halt nur die entsprechende Mathematik machen. Als Dateityp holen wir PCB New. KeyCut Mod Datei ist schon ausgewählt hier. Bei einigen Versionen kann man hier auch wählen, was das sein soll. Wieso das jetzt bei mir nicht geht, ist mir nicht ganz klar. Okay, einmal wegklicken, einmal hinklicken, jetzt geht's. Okay. Dann wählen wir mal den vorderseitigen Bestückungsdruck. Das passt besser. Exportieren. Eine Datei 01-silk.keycutmod. Das ergänzt automatisch. So, das Ganze wiederholen wir jetzt mit der nächsten Datei. Bitmap laden. Holen wir hier die Solder Mask. Auch hier wieder. Das Ganze so drehen, das sieht schon ganz gut aus, dass das passt. Und wählen hier vorderseitige Lötstoppmaske. Exportieren. 02-Mask. Und last but not least, Bitmap laden, Copper. Und auch hier wieder das Schwarz-Weiß-Bild passend machen. Das sieht richtig aus. Und auch das hier dann exportieren als... Oh, wir können kein Copper auswählen. Das ist natürlich schlecht. Ja, das ist leider eine Einschränkung hier von der Software. Wir können keine Kupferlagen machen. Wir müssen dann hier dieses Echo 1 machen. Ich zeige euch dann gleich, wie man das ändert. Exportieren wir das erstmal. 03-Solder. Ups, ich hatte sie eben alle 01 genannt. Egal, passt schon. So, wie kriegen wir das jetzt auf unsere Platine? Ja, wir machen uns einfach mal gerade eine. So.
gehen wir hier einfach mal in PCBNew rein. Und was wir machen müssen, ist erstmal die Einbinden, Einstellungen, Verwalten von Footprint-Bibliotheken. Hier haben wir schon eine komplette Liste. Was wir machen, ist hier unten auf diesen Ordner drücken, eine existierende Bibliothek der Tabelle hinzufügen. Und da wählen wir dann den Pfad zu diesem Verzeichnis, wo wir das gerade alles drin gespeichert haben. So, einmal OK. Jetzt können wir hier oben Footprint hinzufügen machen. Dauert einen kleinen Moment, bis das alles gelesen hat. So, und hier können wir jetzt beim Filter suchen nach diesem Ordnernamen. Bei mir hieß der Keycard Art. Und hier sehen wir schon, hier sind die einzelnen Sachen. Die fügen wir jetzt alle nach und nach hinzu. Das heißt erstmal den hier. Das Ganze eventuell wollt ihr das mit einem relativ großen Raster machen, also sowas wie 5 mm oder sowas, dass wir mit Sicherheit immer die Mitte treffen. So, dann fügen wir hinzu die Mask. Die kommt dann hier drüber und wir sehen jetzt hier schon, die sind genau, passgenau übereinander, dadurch, dass wir dasselbe Dokument und dieselbe Größe für Dings benutzt haben. So, was wir jetzt noch ein Problem haben hiermit, das ist, dass wir entsprechend hier ja die Kupferschicht nicht haben. Jetzt mal gerade hier da draußen eine Platine bauen, dass er weiß, dass was gemeint ist. Machen wir das einfach mal hier so. Machen die 3D-Ansicht auf. Und hier so sieht das Ganze aktuell aus. Wir sehen, hier fehlt definitiv noch unsere Kupferschicht. Das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. Der hier, dieser eine grüne aktuell, der ist ja momentan noch deklariert als dieses Eco 1 als Layer. Dieser hier und nicht als Kupfer. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das ändern kann. Das erste ist, wir klicken das hier an, machen Rechtsklick und dann gibt es hier den Footprint Editor öffnen. Dann dauert es wieder einen kleinen Moment. Und dann kommen wir an diese Stelle, wo wir das editieren können. Was wir machen können, ist uns die einzelnen Formen anschauen. Ihr seht, die sind hier aus mehreren Punkten dann jeweils gebastelt. Und wir können zum Beispiel hier reingehen, E drücken. Und dann können wir das hier Lage Eco 1 auf Lage Frontkörper ändern. Die Sache ist, es gibt kein Masseneditieren. Das heißt, wenn ich hier alles markiere, dann gibt es keinen Rechtsklick, ändere das mal auf folgende Maske, sondern ich muss wirklich jeden einzelnen Punkt anklicken und dann sagen Frontkörper. Hierbei geht das noch, da sind das ja relativ überschaubare Sachen. Wenn man etwas hat, wo sehr viele, sehr kleine Formen sind und die alle einzeln anklicken muss, ist das natürlich nicht so schön. Deswegen, andere Möglichkeit. Keycard beherzigt da die gute alte Unix-Strategie, Everything is a file. Und vor allen Dingen, es ist ein lesbares File. Vorteil für uns, wir können einfach hier reingehen und können die Dateien direkt bearbeiten. Das heißt, wenn wir die Solder holen, dann können wir die zum Beispiel hier mit Notepad++ oder irgendeinem anderen Texteditor öffnen. Und was hier interessant für uns ist, das sind diese Angaben hier, diese Echo1.User. Mit der mal nämlich gucken, das ist die Angabe, auf welchem Layer die ganzen Formen sind. Das steht hier überall drin. Und das können wir einfach ersetzen gegen F.cu für Frontkörper. 14 mal ersetzt, 14 Formen. Das Ganze können wir speichern. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und ich lösche die Form einfach nochmal raus. Zack, füge sie neu hinzu. Und wir sehen hier schon, diesmal ist es rot, also Kupfer. Und zack, da sind wir. Und jetzt auch in der 3D-Ansicht. Genau so war das geplant. Wunderschön, das funktioniert also. Es gibt hier noch ein paar Sachen, die man anders einstellen kann. Wir sehen jetzt hier, ich habe da überall automatisch so einen Rand gemacht. Das ist, weil die Solder Mask automatisch bei Keycard immer ein bisschen zurückgezogen wird. Je nachdem, wie groß man macht, kann man das hier in diesen Board-Einstellungen ändern. Wenn wir hier auf Board-Platine einrichten gehen, dann steht hier irgendwo Lötstoppmaske und hier können wir das, den Abstand von der Lötstoppmaske zum Beispiel, ändern. Aber prinzipiell ist das hier nicht so wirklich ein Problem. Und wir sehen schon, ja, das sieht schon relativ gut nach Kupfer aus. In dem Fall ja da jetzt gelb für das. Das wäre, man kann diese Farbe vom Lötzinn, die hatten wir eben als Silber gesehen. Das ist, weil das Board Hazel hat, also Hot Air Surface Leveling. Da wird einfach Lötzinn drauf gemacht. Es gibt aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, man kann das vergolden lassen. Dann sieht es natürlich Gold aus. Das zeigt die Vorschau hier. Können wir gerade auch ändern. Und jetzt haben wir das Ganze auch in Zinnfarben. Das ist dann realistischer. Also zumindest so ein bisschen. Okay. Das hier wäre unser erstes Design. Gar nicht so schmerzhaft. Wir haben aber noch ein zweites. Das wird ein bisschen aufwendiger und wird wahrscheinlich nicht ganz so dolle werden.
Zweites Design ist eine Pixelgrafik, deswegen machen wir das mit GIMP. Auch die öffne ich erstmal. So, so sieht das Ganze aus. Und das hier müssen wir jetzt natürlich auch erstmal runterdampfen. Und zwar auf, sagen wir mal, 4 Farben. Ja, sagen wir mal 4 Farben, versuchen wir das, oder 5. Das können wir machen über Modus und dann indiziert. Und hier können wir einstellen, wie viele Farben wir wollen. Mal 5, was er draus macht. Und das sähe dann schon mal hier so aus. Okay, ist eine Möglichkeit. Ich werde versuchen, das noch ein bisschen runter zu drehen. Probieren wir mal 4. Nee, ist alles nicht so ganz, was ich haben möchte. Dann machen wir es per Hand. Fangen wir mal an, duplizieren das hier. Und dann kann ich auf dem hier arbeiten, ohne dass mir irgendwas dazwischen geht. Und was ich jetzt mache, ist hier mit dem Farbwähltool hingehen. Und dann holen wir uns zum Beispiel erstmal hier die gelben, weil die möchte ich am Ende dann doch noch haben. Irgendwie so. Ja, sollte passen. Das ist dann unsere Schicht Nummer 1. Die machen wir dann mal, was machen wir die? Machen wir die mal in Silber. Ich gehe jetzt einfach mit einem riesen Stift hier drüber, mit einem riesen Pinsel und mache da mal da drüber. Zack, dann haben wir das schon mal drin. Machen wir mal Steuerung I für Invert und Löschen. Dann haben wir nur noch die Punkte, die am Ende silber werden sollen. Nächster, den wir haben wollen. Was wollen wir denn noch? Sagen wir mal, wir wollen alles, wo wir Silkscreen haben wollen. Ah, macht, denke ich, Sinn. Sagen wir mal hier so. Das heißt, die beiden Farben haben wir jetzt hier schon. Und dann versuchen wir uns mal die zu holen, die so ein bisschen rot sind. Legen wir die mal übereinander. Das wäre dann unser Virus bisher. Dann fehlt noch der Rest, dieses Graue. Da könnte man im Prinzip dann Mask mit Copper, Mask und Copper ist das hier dann. Dann versuchen wir das mal in Hellrot. So. Heißt, unser Virus sähe jetzt am Ende so aus. Mit einem Hintergrund, der dann das Board wäre. Das wäre also jetzt so Pi mal Daumen, das was ich hätte. Ich optimiere das jetzt noch eine Runde, versuche noch ein paar Details rauszuarbeiten. Aber prinzipiell, das wäre dann mal die Vorlage. Okay, ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter rumprobiert. Und was ich gefunden habe, was besser funktioniert als das mit dem Bild, das ist Farben und dann Posterisieren. Da kann man auch hier schön sagen, wie viele... Na komm, wie viele Farben man haben möchte und so dann entsprechend verschiedene Looks hinbekommt. Damit bin ich hingegangen, habe mir erstmal hier so ein schönes Vierfarbmodell gebastelt, das dann nochmal per Hand ausgedünnt und womit ich dann aufgekommen bin, das ist dieses Design hier. Wir haben hier in Rot das, wo ich die Solder Mask stehen lassen möchte. Das heißt, das ist im Moment schon ja, richtig rum quasi. Wir haben in Weiß den Bestückungsdruck. Wo man natürlich gucken muss, der Bestückungsdruck klappt nur da, wo auch was drunter ist. Man sieht, ich habe versucht, das entsprechend da schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und last but not least haben wir hier ein paar Kupferflächen, die dann entsprechend nochmal so als kleine Highlights dabei sind. Zu großen Teilen unter dem Lötstopplack, aber auch ein paar Ecken, wo es rausguckt, so als kleine Highlights. Beim Export muss man dann ein bisschen rumtricksen. Was ich gemacht habe, ist dafür gesorgt, erstmal, dass alles ein bisschen dunkler wird. Das heißt also hier, wo wir helle Farben haben, entsprechend die Ebene invertiert, dass das schön dunkel wird und wir am Ende dann einen besseren Kontrast haben. Den Hintergrund entsprechend weiß gemacht. Dann haben wir eine relativ gute Startposition. So, das Kupfer können wir einfach als Kupfer exportieren. Das passt so. Einfach hier so nur die Kupferlage einblenden. Dann Datei, exportieren als und dann kann man hier entsprechend 0,2 Copper PNG daraus machen und das Ganze abspeichern. Nochmal bestätigen, dann haben wir schon mal Datei Nummer 1. Das nächste wäre die Maske. Da müssen wir ein bisschen gucken, denn wir können Silkscreen ja nur da machen, wo auch eine Maske drunter ist. Das heißt, ich habe beide eingeblendet und dann entsprechend das so exportiert und dann als letztes nur die Silkscreen-Lage. Und damit haben wir unsere Dateien dann fertig. In Keycard selbes Prinzip. Wir laden das Bitmap, holen uns hier beispielsweise das Copper, gucken nach. Jo, passt. Bei Copper, wie gesagt, Eco und dann nachher im Texteditor ändern. Wie das geht, habe ich ja schon gezeigt. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Was wir hier aber gucken müssen, ist die Größe. Im Moment sind das irgendwie 70x70 cm. Das ist etwas zu groß. Das heißt also, wir müssen hier entsprechend die DPI so lange hoch machen, um es kleiner zu kriegen, beziehungsweise die DPI senken, um größer zu bekommen, bis das hier bei Größe in Millimeter
das steht, was wir haben wollen. Pi mal Daumen 14. Wir werden jetzt natürlich noch versuchen, uns da weiter anzunähern, aber ne, ihr wisst, wie es funktioniert. Bei der Mask muss man noch ein bisschen schauen. Zum einen, den Schwellwert muss man entsprechend anpassen, sodass wir wirklich hier nicht nur die erste Farbe haben, sondern auch die zweite Farbe mitbekommen. Ich denke, hier kann man so ein bisschen sehen, dass da dann mehr ist. Die wollen wir beide. Und was wir hier gucken muss, ist, dass man gegebenenfalls das Ding als negativ deklariert, sodass wir da das Removal da machen, wo wir es weghaben wollen. Und auch hier jeweils darauf achten, die DPI passend zu setzen. Und so kann man dann auch diese Bilder reinmachen. Und ja, am Ende ist das genauso. Man kann das dann hier entsprechend, wenn man fertig ist, in PCBNew rüber machen und dann das Ganze umwandeln in eine passende Gerber-Datei zur Fertigung. Speaking of Gerber, das Ganze sieht dann hier so aus. Ich habe das Ding in so einen runden Kreis gepackt und oben nochmal was raus mit einem Loch drin, so als kleiner Schlüsselanhänger. Bonus, theoretisch ist das hier zumindest die Breite von einem Geldstück. Das heißt, mit etwas Glück funktioniert das so ein bisschen als Einkaufswagen-Chip. Wobei ich nicht weiß oder sicher sagen kann, dass es klappt, weil die Dicke ist anders. So ein Standardboard hat 1,6 mm. Ich glaube, ein Geldstück ist irgendwie 2, noch was oder so. Also, nee, keine Ahnung, ob das geht. Hier sieht das jetzt natürlich alles noch nicht so berauschend aus. Deswegen gehen wir mal rüber zu meinem Boardhaus. Da stimmen dann auch die Farben. Und ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht, was hier gerendert wird. Man kann klar den Virus halbwegs erkennen und ja, dafür, dass es vorher ein Pixelbild war, ist es, denke ich, ganz okay. Also zumindest in der Vorschau. Es hat dann nicht lange gedauert und dann kam irgendwie von denen eine Mail, denn ich habe die tatsächlich mal mitbestellt, war noch ein bisschen Platz drin, bis das Porto wieder hochgeht, von daher, ne, komm, probieren wir das mal. Und kurz drauf kam dann eine böse Mail, so, meinst du das ernst? So, das hier ist jetzt ein Original-Screenshot von deren Software. Und ja, da sind halt zwei Sachen ganz gut zu sehen. Nummer eins, upsala, ich habe hier unten offensichtlich von einem anderen Design noch ein paar Sachen außerhalb vom Blickfeld gehabt. Die sind mir nie aufgefallen, weil ja, ich habe die ganze Zeit nur auf das Board hier gezoomt und habe nicht gemerkt, dass da außerhalb von meinem Sichtfeld noch irgendwelcher alter Kram ist. Einfach wegmachen, passt schon. Aber man sieht schon auch hier, das ist ein ziemliches Gewusel und ja. Da kommen wir dann sehr schnell an die Limits der Herstellprozesse und ja, genauso ist es dann halt auch rausgekommen. Denn ja, beide Varianten habe ich, wie ihr schon vermuten könnt, bestellt. Und ich würde sagen, die gucken wir uns dann jetzt mal an. Also, was haben sie aus meinem Schlüsselanhänger gemacht? Naja, es geht in die richtige Richtung, man kann es erkennen. Allerdings, es fehlen auch viele Designelemente. Also leider nur so mäßig gut, aber hey, immerhin, lesson learned, zu klein sollte ich es also nicht machen. Man kann es aber noch erkennen, also es ist gar nicht mal so schlimm geworden, wie ich es befürchtet habe. Wenn wir reingehen, können wir das auch schön sehen, die einzelnen Flächen, wir haben da ein bisschen Silbernes, wir haben ein bisschen Weiß. Allerdings, es sind auch große Flächen, wo dann nicht so ganz das funktioniert hat, weil zum Beispiel wie hier, das nicht 100% übereinander ist oder viele Stellen, wo irgendwie wohl der Silkscreen nicht gehaftet hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls sind viele Stellen, wo weiß sein sollte, leider nicht weiß. Und naja, gut, ist halt jetzt so. Und hey, im Zweifelsfall kann man ja auch noch die andere Seite benutzen, denn natürlich habe ich nichts sein lassen und habe noch einen kleinen Gag untergebracht, denn hey, I survived COVID-19 and all I've got was this lousy keychain. Ja, mit etwas Glück passt es dann auch noch in den Einkaufswagen und das gucke ich mir dann noch irgendwann an. Hier oben im Übrigen, auch wie ich es mir gedacht habe, das ist eine plated through-hole. Das heißt also, die Bohrung ist von innen beschichtet, sollte sich dann nicht ganz so schnell abnutzen. Gut, und das andere, wie sieht das aus? Das war ja ein Vektorgrafik, wo ich gesagt habe, das sieht wahrscheinlich sogar besser aus. Also. Und ja, das tut es tatsächlich, denn wenn wir hier mal gucken, so sieht das Ganze aus. Und ja, das ist definitiv gut zu erkennen. Wir sehen schön die Punkte. Wir sehen entsprechend, dass er da auch ein bisschen Ring noch drum hat, um die Punkte. Und wir sehen auch diesen Halbmond unten. Also das hier gefällt mir richtig gut. Können wir mal näher rangehen, dass man da auch schön sieht, wie die einzelnen Schichten da miteinander aufgebaut sind. Da kann man hier auch schön sehen, dass es halt nicht 100% ist. Da ist immer so ein bisschen Versatz. Hier ist zum Beispiel, das ist ein bisschen
weiter nach oben von der Mitte aus gesehen. Also wenn wir hier schauen, hier haben wir ja noch so einen dunklen Rand, den haben wir hier oben nicht. Und ja, hier auch, das ist auch nicht ganz mittig, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich denke, das hier geht definitiv so als kleiner Corona-Gag durch. Und ja, wenn man halt noch ein bisschen freien Platz auf dem Board hat, dann kann man halt schon mal sowas unterbringen, ne? Ja, am Ende sind beide Bilder irgendwie erkennbar auf dem Board gelandet und die Arbeit war dabei überschaubar. Wie ihr gesehen habt, Vektorgrafiken eignen sich in den meisten Fällen besser, haben am Schluss eine bessere Qualität, aber auch Pixelgrafiken können funktionieren, muss man halt entsprechend Vorarbeit reinstecken und man sollte halt aufpassen, dass man nicht zu klein wird. Das, was ich hier gezeigt habe, ist auch dabei nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Es gibt, wie gesagt, auch noch externe Skripte. Ich verlinke euch da unten mal etwas. Da kann man zum Beispiel dann anfangen, irgendwie Vektorgrafiken über Inkscape direkt auf die einzelnen Layer zu portieren. Ist auch eine Möglichkeit. Aber um halt mal hier so eine kleine Grafik drauf zu zaubern, reichen auch die Onboard-Tools. Und das muss natürlich auch kein Virus sein. Es geht natürlich auch ein formschönes Bitbastelei-Logo, sodass man auch weiß, von wem die Platine kommt. Und das hier war halt auch nur eine Pixelgrafik, wo ich dann in dem Fall hier mit drei Farben nur gearbeitet habe. Und ja, am Ende, ich meine, ich mache hier vielleicht ein paar Logos drauf, vielleicht mal eine Grafik oder ein bisschen wie das hier, Brainfuckery, einfach um den Platz aufzufüllen. Aber ich bin mir sicher, dass hier unter den Zuschauern auch noch Leute drunter sind, die vielleicht ein bisschen mehr künstlerisch begabt sind und da schönere Formen draus machen kann. Ich meine, man sieht ja immer wieder, dass da Boards rund gehen, die interessante Formen haben, interessante Muster drauf haben. Am Ende, das hier ist nur ein Werkzeug, was man draus macht, das muss jeder für sich selber dann gucken. Wenn ihr sowas gemacht habt, schreibt es unten rein. Ich freue mich da immer, wenn man mal sieht, was so für Boards umherfliegen und gerne auch mit der Beschreibung, wie ihr das gemacht habt. Denn ja, es gibt halt tausend Wege, wie man es machen kann. Aber immerhin, wenn ihr einsteigen wollt, habt ihr jetzt da eventuell eine Ahnung, wie es bei mir läuft. Und ihr habt ja gesehen, bei mir hat es das getan, was es sollte.